So, herzlich willkommen zurück oder aber wahrscheinlich sogar ein neues Video. Für uns ist das heute der dritte Spot. Wir befinden uns mitten in Kroatien, im Herzen von Kroatien und haben hier über einen Kontaktmann einen Pin bekommen für einen eventuellen Bunker aus der Zeit des Kalten Krieges. Und wir, na, ihr seht es, ist schon dunkel, sind jetzt auf der Suche nach dem Eingang und drückt uns mal die Daumen, Emily ist auch dabei, dass wir den finden. Also bis gleich. So. Das ist immer ein gutes Zeichen. Biohazard. Spezienbeck. Also, nee, hier so ein Zaun und ein Weg. Das ist immer ein gutes Indiz für einen Bunker oder für ein militärisches Objekt. Ich habe gerade leider in die Tasche, in das Licht reingeguckt und sehe nichts. Möchtest du mal nach dem Pin suchen, Emily? Ich gebe dir das Handy. Dann ah, okay. Also, vielleicht hat Emily mir auch den Pin organisiert. Man wird es wahrscheinlich nie herausfinden. So, nochmal Mikrofoncheck. Check, check, 1, 2, 3. Ich bin noch ein bisschen ungewohnt mit dem Rode Wireless plus dem Ansteckmikrofon. Und ich hoffe, das funktioniert aber. Guck mal, hier ist schon eine Belüftung. Ah ja, da sehen wir schon das eine Belüftungsschütze. Und wir gucken mal, ob es hier auch einen Weg irgendwo gibt. Das lohnt sich immer. Die Frage ist, warum ist hier noch Befahrung? Also anscheinend wird die Anlage noch besucht. Ich hoffe mal, dass heute niemand da ist, der die Anlage betreut. Auf jeden Fall schon ein bisschen. So, nur dass ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie dunkel es ist. Es ist schon arg dunkel. Und da oben brennt Licht. Ach, das ist der Mond, ne? So, ja, ist es Licht, ne? Ich weiß es nicht. So, hier haben wir schon Betonfundament. Und ich glaube, das ist eine Garage. Ich glaube, das ist eine Garage. Und schaut mal. Oh, ein bisschen gruselig, oder? Oder möchtest du doch noch mal auf den Eingang gucken? Sonst müssen wir hier jeden Raum abgehen. Du musst mir dein Handy noch mal geben. Mhm. So, Emily guckt sich noch mal den genauen Punkt von dem Eingang des Bunkers an. Und wir nutzen hier kurz die Gelegenheit, das Gebäude uns anzuschauen. Hier hat man sogar versucht, das Kabel rauszureißen. Also es scheint eine Garage gewesen zu sein mit angehangenen Versorgungsräumen. Du hast den Pin? Wir sind ja jetzt in dem hier. Ja. Dein Pin ist da, wo das Auto steht. Nee, das Parken. Nee, Radio, da müssen wir rein. Da steht's doch. Da steht's. Magier. Da müssen wir rein. Da sind wir drin. Nee, wir sind da nicht drin. Wir müssen umdrehen und da hoch. Guck doch mal. Wir müssen ja genau auf dem Pin drauf sein. Könnt ihr euch vielleicht an das Video erinnern, wo die Partisanen waren? Da war genau das gleiche Häuschen. Hier gibt es einen Weg. Guckst du mal? Du hast ja auch eine Lampe. Ich guck dann hier. Hier waren Sondler unterwegs. Schaut mal. Die haben sogar richtig tief gegraben. Ob die was gefunden haben, das würde mich sehr interessieren. Wenn ich mich richtig erinnere, Emily, ist das ein Holzhäuschen, wo wir rein müssen. Oh. So, hier waren die Kabeldiebe schon da. Das Haus ist komplett zusammengebrochen. Ja, hoffen wir, dass wir den Eingang gleich finden. Also ich orientiere mich gerne immer an den Wegen, die es so, also plattgestampfte Wege. Aber das Bauwerk gibt es noch nicht so häufig im Netz. Von daher. Oh,
ich glaube ich. Das ist der Eingang hier. Ich stehe mitten drauf. Leute, macht das nicht zu Hause nach. Wir machen das, damit ihr das zu Hause nicht nachmachen müsst. Okay, hier bin ich schon auf den Asbestplatten. Boah, ordentlich eingebrochen. Weg hier. Boah. So. Dann doch vielleicht der hier. Lang. Schaut euch das mal an. Da. Okay. Eine Fahne. Emily, vielleicht ist es ja auch im Keller. Ah, ja, ja, ja. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ist es hier im Keller. So, ich muss gleich Emily suchen. Dir Bescheid geben, aber erstmal, bevor wir hier Alarm machen, alter Schwede, wie tief geht das denn noch? Ist nicht dein Ernst? Okay, also das sind locker noch mal 10, 15 Mal diese Treppen. Das macht keinen Sinn, dass ich die jetzt alleine gehe. Ich hole jetzt erstmal Emily. Leute, ich glaube, das wird ein ziemlich krasses Abenteuer. Das wird ein ziemlich krasses Abenteuer. Ich glaube, eine noch, ne? Puh, ist das warm. Hier, Telekommunikationseinrichtung. So. Puh. Mal gucken, ob wir sie hier rüber kriegen. Emily, ja. Das ist im Haus. Kann man da rein? Okay, hier gibt es bestimmt 60 Meter runter oder 50. Soll ich zu dir kommen oder kommst du zu mir? Okay, sag mir Bescheid, ich warte hier. So, wir sind so gut wie wieder vereint. Emily, ich zeige den Weg. Ja. Das Grüne, was wir gesehen hatten, ein Luftauslass, da ja. Ist auch eine Treppe nach unten, ist aber auch nicht. Okay, lass uns erstmal hier den krassen Einstieg nehmen. Da müssen wir runter. Guck mal dazwischen. Ja. Weißt Bescheid, ne? Treppen, dann hier vor. Ich soll vor? Ja, nein, das war ich. Okay. So, runter ist ja immer relativ einfach. Ne? Ja, es tut erst weh beim Hochgehen. Aber wir können auch den Aufzug nehmen, aber der Griff ist ab. Also ich war gerade schon irgendwie 4 oder 5 Stockwerke unten, habe runtergeguckt, es waren wahrscheinlich nochmal 7, 8, 9, 10, 11 Stockwerke. So, das spare ich euch ja mal, Leute. Ist so ein bisschen. In Summe, ne? Würde ich auch tippen. 50, 40 Meter. Mega geil, Alter. Das wäre hart. So, wir sind am Boden angekommen. Wir gucken natürlich noch mal nach oben. Hier ist das gesamte Kabel von dem Aufzug. Loch. 40, 50 Meter sind das garantiert. So,
So, und ich hoffe, dass wir jetzt auch den Bunker gefunden haben. Ich habe keine Ahnung, was uns gleich erwartet. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Hier. Überdruckventil, Schimmel, Feuchtigkeit. Und hier hatten wir eine fette, fette Bunkertür drin. Das ist die... Alter Schwede. Ich hoffe mal... Oh, joppa, joppa, joppa. Ja, herzlich willkommen in eurer privaten Bunkerführung. Das war der Maschinenraum, kennen wir von der Maginot-Linie. Das ist die Abluft hier. Das ist ein Wasserbehälter. Oh, guck mal, wie lang das geht. Wir hätten Gummistiefel einpacken sollen. Alte Flaschen. Ich werde es trotzdem gleich machen, weil ich werde nur einmal hier sein und ich werde garantiert nicht nochmal nach oben gehen. Dann kriege ich halt nasse Füße. Das ist der Filterraum. Boah, 50 Meter jetzt tief unten. Das sind die Filter. Das hier sind die Filter. Und hier hat man damals gearbeitet und auch gewartet. Da könnte eventuell ein Sandkiesbeck dahinter sein, das werden wir gleich sehen. Und hier wurde die Luft durchgezogen und dann im Bauwerk verteilt. Man konnte das von Normalbetrieb auf Notbetrieb. Das ist Notbetrieb, das ist Normalbetrieb. Normalbetrieb bedeutet, es ist keine kontaminierte Luft. Und Notbetrieb, draußen geht's ab. Boah, Leute, unnormal. Watch your steps. Also eins der richtig guten Bauwerke, die wir in unserem Leben gesehen haben. Deins auch, Emily, oder? Langweilig für dich? Ja. Ach je, für Emily ist es langweilig. Die hat schon krassere Sachen gesehen. Maginot-Linie wahrscheinlich, ne? Eher Ostwall. Ostwall war interessanter. Sie fand den Ostwall spannender. Also hier sind die ehemaligen Öltanks. Und da hinten geht es einfach mal weiter. Machst du ein Foto? Ich gehe mal kurz durch. Oder brauchst du das Licht? Du brauchst das Licht, ne? Hab ich schon. Okay. Boah. Wie ihr wisst, ich bin ja eher Zweiter Weltkrieg. Aber solche Bauwerke sind definitiv auch sehr, sehr spannend für mich. Kannst du mal aufhören? Mhm. Krieg ich da nicht hin? Boah, guck mal die Tür. Don't open that inside. Die Bunkertür hat komplett Öffnungen. Ob man die nachträglich angemacht hat, weil es ist ja hier alles voller Öffnungen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, warum hier Öffnungen drin sind. Das macht für mich irgendwie keinen Sinn, es sei denn natürlich, die Truppen sind hier rein und raus. Und ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Eigentlich macht es gar keinen Sinn. Und für Fledermäuse hätte man nicht so viele Löcher reingemacht. Für die Belüftung auch nicht. Die Tür steht ja offen. Deswegen, also wenn ihr eine Idee habt, warum das so ist, dann schreibt es gerne mal. Wir sind draußen. Leute, vielleicht habe ich doch recht. Das ist ein Bunker für Soldaten. Und das ist das Haus, Emily. Das ist das Holzhaus. Und die Soldaten sind hier zum Kämpfen rausgerannt, haben gekämpft und sind dann wieder rein. Aber stellt euch vor, der Angreifer hätte
verschiedene Kampfstoffe mit dabei. Hier ist ein Loch, ganz vorsichtig sein, nicht, dass du da reinfällst. Dann hätte ja die Leute da drin ausräuchern können. Also Sinn macht das irgendwie nicht. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Fieberglas? Aber warum ist hier so eine Kuppel? Hier ist noch einer. Das ist die Stacheldraht. Komplett. Also Leute, das Bauwerk gibt definitiv Rätsel auf. Und dieser Eingang, der ist sehr gut getarnt, oder? Grandios. Grandios, Leute. Also mehr geht heute nicht. Wir haben drei Sachen gemacht und alle drei Jackpots. Komplett getarnt als Waldhütte. Und dann geht das da rein. Wow. Mega gut. Wenn es dich stört, dass es aus ist, einfach mit dem anderen Finger oder mit dem Daumen auf das Display drücken. Hier kommt ein Loch. Und wenn wir gleich am Ende sind, dann bleibe ich in der Tür stehen und du gehst einfach weiter. Und dann einfach noch 2-3 Meter aufhören zu laufen. Wir gehen jetzt wieder zurück. Hinter uns liegt die Heizungsanlage. Und gleich links neben uns, also hier rechts ist der Filterraum. Ihr seht das an diesen Löchern in der Wand. Das ist der Maschinenraum nochmal. Und hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in die Pampe reingehen. Toiletten. Geschafft. So, wir gehen erstmal hier diese Räume lang. Toiletten. Ich glaube, die sparen bei uns. Sonst Filter. Ich hätte jetzt fast gesagt ein altes Bett, aber das ist die Küche. So, erinnert mich ein bisschen an die Maginot-Linie. Ein bisschen Maginot-Linie, oder Emily? Ja. Ganz bisschen. Ja, aber das ist ja hier nicht von den Franzosen gebaut. Ein Bett. Und hier Diensträume. Könnte aber auch der Speiseraum gewesen sein, weil da vorne ja die Küche. Nee. Wisst ihr, was das ist? Hier saßen die Leute, die kommuniziert haben. Die Funker und haben von hier aus gearbeitet. Da ist ein Notausgang. Guck mal, vielleicht kommen wir von der anderen Seite dran. Und das sind die Kabelschächte hier, die wir hier auf dem Boden sehen. Und hier sparen wir uns den Weg, weil Holz und Feuchtigkeit gleich CO2. Emily, wenn ich nicht mehr lebe, dann lass mich zurück. Nee, aber das sieht gut aus. So alte Dokumente. Alte Dokumente. Techniker Knietzka. Also wahrscheinlich ist das die Bedienungsanleitung von diesem Raum gewesen. Puh. So, das spare ich mir heute. Dafür bin ich jetzt zu schick angezogen und der Bunker ist ja auch schon zu Ende. Bedeutet, ich würde mich jetzt dreckig in das Auto setzen. Für höchstwahrscheinlich einen Notausgang. Aber gesagt, getan, Leute. Ich mache mir jetzt nasse Füße und werde für euch. Emily wartet hier. Bitte? Du wartest hier, oder? Oh. Hier an der Tür, an dem Aufgang. Ich gehe noch mal da
lang, wo ich mir die... Wobei, hier können wir auch noch nach oben gehen. So, das haben wir gerade gar nicht wirklich bemerkt. Der Bunker ist also zweietagig. Nochmal der Blick runter. Da müsste gleich die Emily kommen. Und es war ein Röhrenbunker. Das seht ihr hier. Toiletten. Zerschlagen leider. Eine ist noch heile. Puh. Heizung. Das Ding ist aber richtig gut, Leute. Nichts. Auch nichts. Auch nichts. Eine alte Tür. So. Leer. Unter uns waren die Kommandoräume. Hier oben die Technik- und Versorgungsräume höchstwahrscheinlich. Also, auch wenn er schon teilweise gut zerstört ist, ist das Ding wirklich sehr, sehr spannend. Was haben wir hier unten? Noch ein Technikraum. Und hier haben wir das Gebläse, damit der Bunker auch mit Frischluft versorgt werden konnte. Und da Technikgang. So, und jetzt wird es einmal eklig und glitschig. Da werde ich jetzt gleich kalte Füße und stinkende Füße vor allem bekommen. Aber wir ziehen das durch. Ich bin gleich wieder da, ne? Kurz mal Bescheid gegeben. Okay, es geht schon los. Da müssen wir lang. Bisschen mehr Licht. So, jetzt ist es auch egal. Füße werden sowieso nass. Aber es ist wahrscheinlich nur ein Notausgang. Ja, das ist nur ein Notausgang. Machen wir es trotzdem. Oh, die, das sind viel zu tief. Es ist nicht mal eben Füße nass, sondern ganze Beine nass. Und das tun wir uns jetzt für einen Notausgang nicht an, ich bin ehrlich. Das möchte ich nicht. So, ich wäre soweit. Emily? Alles klar? So, hier nochmal der Blick zurück und dann geht es gleich ganz viele Treppen hoch. Also für mich mega Bauwerk. Heute der dritte Pin, den wir angesteuert sind und alle ein Volltreffer. Ja, tolles Bauwerk. Ich weiß nicht, was es ist. Ich denke aber, unten kamen die Soldaten raus. Von hier wurden auch Befehle gegeben und Zustand aus meiner Sicht mega. Also in diesem Sinne, wir gehen jetzt nach oben und wir beiden sagen jetzt tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Random Life.